Servus, Salve und Hallo. Es ist Dienstagmorgen, wir haben 6:38 Uhr. Ich mache heute noch den Film hier über den Nasdaq und morgen noch einen über den DAX und dann bin ich ja en vacances, en France, en vacances. So, und deswegen geht es jetzt hier nochmal um den Nasdaq. Die letzte Überschrift war Widerstand in Sicht. Und das war dieser Bereich hier. Ihr seht, ich habe hier blaue Fibos, das sind die langen. Und ich habe schwarze Fibos, die werden hier rechts angezeigt, das sind die kürzeren. Und dieser Bereich hier, so um die 13.152 bis 13.225, das ist eigentlich so der Widerstandsbereich. Da hätte es hingehen sollen, dürfen, müssen. Das hat es bisher getan und er tut sich schwer. Er tut sich wirklich schwer. Ich mache es mal ein bisschen größer, ich habe das nur so gemacht, damit ihr die Fibos besser seht, warum die ich da gezogen habe. Wo ist mein Fadenkreuz? Hier. Wir haben also einerseits das 50er und andererseits, wenn wir mal kurz zurück, das 38er hier von den jeweiligen beiden Bewegungen. Das ist also dieser Widerstandsbereich. Der wird gefolgt. Dem wird gefolgt von dem 61er Retracement der kurzen Bewegung. Das ist hier bei 13.653. Das verbindet sich ganz gut hier mit den beiden Hochpunkten vom Mai. Die sind bei 13.554. Und das ist also der nächste Widerstand. Das obere Band tendiert da schon hin. Das ist jetzt hier gestern, also per gestern Abend bei 13.546. Das ist der nächste Widerstand. Was mir auffällt, ist, der hält sich hier ziemlich lang in diesem Bereich auf. Geht mal ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Der verbraucht sich hier. Der nimmt kein Gas mehr an momentan. 20-Tage-Linie steigt. Bänder sind breit und hier kommt die lange Bewegung von rund, ne, 1700 Punkten mit nur einer kurzen Zwischenerholung, also Korrektur nach unten. 1700 Punkte ist eine Menge Holz, auch für den Nasdaq. Es stehen keine, ja, wichtigen Zahlen an, was den Nasdaq selbst angeht. Die haben jetzt alle geliefert, teilweise besser, teilweise schlechter, aber meistens besser, muss schon sagen. Besser als erwartet auf jeden Fall. Und deswegen, jetzt tut er sich hier wirklich schwer. Ich vermute, die Bänder. Das untere geht hoch. Das ist der Bewegung entgegengesetzte Band geht hoch. Das heißt, das versperrt hier auch wieder den Bereich hier oben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in den nächsten 2 Wochen hier irgendwie drüber gehen, über die 13.652. Sehe ich noch nicht so. Das ist einfach zu viel. Vom Chart her, von den Bändern her. Von den Fibos her, das ist zu viel, das schafft er nicht. Der muss erstmal vorher nochmal wenigstens so eine Bewegung machen. Von, sagen wir mal, wenigstens 300, 400 Punkten runter bis zu 12.652 ist möglich. Da verbindet sich das 38er von den schwarzen Fibos, also den kurzen, dann auch mit der 20-Tage-Linie. Die dürfte in ungefähr 5 Tagen hier oben sein. 4 bis 5 Tage müsste die hier sein. Das ist dann schon eine ganz gute Unterstützung. Aber heute hier und jetzt sehe ich jetzt keinen Grund, warum ich den Freund hier long gehen muss und irgendwie hier oben drauf spekulieren sollte. Vielleicht mit einem Touchieren der 200-Tage-Linie sehe ich nicht. Die Technik, lang, kurz, kurz, ist bei mir über das MACD negativ. Und die Stochastik gilt zwar als überkauft, ist aber noch ohne Verkaufssignal. Auch wenn das jetzt hier auf hohem Niveau mal die eine Linie die andere drückt, das ist nicht. Ist für mich kein Signal. Hier ist das 80er. Ja, und wir sind momentan bei 90,64. Also ich sehe nicht, dass der jetzt hier oben weiter rausgehen kann. Ich rechne eher mit einer Korrektur für die nächsten 5 bis, sagen wir mal, 7, 8 Handelstage, als dass wir hier irgendwie nach oben wegziehen. Vor dem Hintergrund und weil ich auch in Urlaub gehe. Und dann nehme ich immer Hebel, die ein bisschen geringer sind, dass die also auch 2 Wochen Gültigkeit haben. Habe ich mich für folgende Scheine entschieden. Das eine ist der Call 11.941. Da sind wir unter diesem letzten Zwischentief. Da sind wir ungefähr hier. Das ist ein Hebel 11, GK808A. Ich werde den jetzt nicht kaufen. Ja, also da möchte ich jetzt erstmal warten, bis der hier runter geht. Aber ich werde es hoffentlich nicht mitkriegen, weil ich wollte mal 2 Wochen ohne Börse verbringen. Aber hier so in diesem Bereich um die 20-Tage-Linie hat er also einen deutlich höheren Hebel. Der müsste dann so um die 21 liegen. Dann wird der für mich interessant. Jetzt packe ich ihn erstmal nur auf die Watchlist. Vom Put habe ich mich so entschieden, 14.361. Das liegt hinter diesen,
ja, hinter dieser Chartformation und hinter der 200-Tage-Linie. Im Moment auch ein 11er-Hebel. Das ist die GK36EV. Sobald er anfängt, hier unter dieses Verlaufstief zu gehen, dieses kleine Verlaufstief, das war das vom Montag, da sind wir also bei 13.060, dann könnte man den hier nehmen. Wie gesagt, ich habe extra welche genommen mit einem geringeren Hebel, dass die also auch eine Halbwertszeit haben, eine Analyse von 2 Wochen. Nicht, dass die zu nah dran sind und dann vielleicht durch so einen Hochstecher und einen Runterstecher irgendwie vorher ausgenockt werden. Ich traue dem jede Pause zu. Die hat er sich auch verdient nach diesen 1700 Punkten von hier. Das finde ich in Ordnung. Darf er machen. Das hier beschränkt mich in der Ansicht, dass er weiter hochgehen könnte in der nächsten Bewegung. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.